Die letzten Sonnenstrahlen wärmen noch das Wetter im Herbst, aber es dauert nicht mehr lange, da kommen die ersten Fröste. Und bevor die ersten Fröste kommen, muss ich meinen Brunnen, da hinten ist das Kernstück von dem Brunnen, abschalten, damit die Rohre und die Kupplungen und die Verbindungen, wo das Wasser noch drinne steht, nicht zerfriert und kaputt geht. Ich habe verschiedene Wasserabnahmestellen gebaut und ich zeige mal ein paar. Die erste ist die Autodusche. Wenn wir in die Sauna gehen oder wenn es im Sommer total heiß ist, dann duschen wir ganz gerne hier draußen. Und beim Bau dieser Dusche, dieser Outdoor-Dusche, war mir wichtig, dass genügend Platz auch ist. Ja? Man steht ja ganz romantisch unter einer Tanne. Hier ist der Messingduschkopf. Dann hat man hier unten noch eine Wasserentnahme für die Füße, vielleicht um abzufrischen, wenn man frisch aus der Sauna kommt. Ja, ansonsten ist hier wirklich sehr geräumig. Und auf der Rückseite der Dusche habe ich hier noch eine Wasserentnahme. Die nutze ich sehr viel. Da kann man auch einen Schlauch ranstecken, um dann im Garten, da geht dann so nach hinten, alles zu bewässern. Naja, und hier ist die Brunnenlandschaft an sich. Hier habe ich noch eine Wasserentnahme. Ich nutze es auch als Trinkwasser. Man muss es bloß etwas laufen lassen, damit der Manganwert etwas abflacht. Und auf der Rückseite der Brunnenlandschaft, also des Brunnens, wenn man sich so ein bisschen durch das Chinaschilf kämpft, dann ist hier noch ein Wasserhahn und noch eine Wasserentnahme. Ja, funktioniert auch noch. Ja, und das war dann 2013. Da haben wir den Entschluss getroffen, auf unserem Grundstück einen Brunnen zu bauen. Die Idee war, warum nicht selber das Wasser aus dem Boden zu holen? Könnte ja eine schöne Quelle sein. Ja, und da haben wir zuallererst, bevor wir mit dem Projekt gestartet sind, einen Wünschelrutengänger geholt. Naja, und der ist dann so auf dem Grundstück langgelaufen und hat dann gesagt, hier könnt ihr bohren, da ist eine Wasserader. Ja, und wir haben gefragt, naja, alles schön und gut, aber was schätzt du denn, wie tief? Und er sagt dann, ja, so zwischen 10, 11, 12 Metern, dann kommt Wasser. Okay, dann sind wir das Projekt angegangen und haben eine Firma beauftragt, eine richtige Bohrfirma. Ja, die hat dann 2013 auch alle Unterlagen erledigt, also die Genehmigung geholt und so weiter und so fort. Und dann haben die angefangen zu bohren. Tja, und dann haben die ganze 3 Tage bei uns gebohrt. 3 Tage. Nix mit 11 Meter. Das war schon ein bisschen tiefer. Ja, und nun könnt ihr mal raten, wie viel Meter haben die in die Tiefe gebohrt, damit das Wasser kommt. Im nächsten Video werde ich dann die Auflösung bringen. Aber schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denn schätzt, wie viel Meter die überhaupt gebohrt haben. Schaut.
hat sich die Sonne nochmal durchgerungen, aber der Schein trügt. Heute ist der 3. November und die Wetterberichte sagen, es soll ab Montag schon Frost kommen, also minus 1 Grad. Und aus diesem Grund muss ich jetzt, ob ich will oder nicht, den Brunnen abschalten, das Wasser abschalten und das Wasser aus den Leitungen rauslassen. Das mache ich natürlich mit schweren Herzen, weil gerade in der kalten Jahreszeit gehen wir so gerne in die Outdoor-Sauna. Also wir haben ja eine Sauna auf dem Grundstück und duschen natürlich mit dem schönen, frischen, kalten Quellwasser aus dem Brunnen. Der Brunnen hat immer so ungefähr 6 Grad, ob im Sommer oder im Winter, das Wasser, was da rauskommt. Und das wird uns natürlich im Winter fehlen. Aber ich habe keine andere Möglichkeit gefunden, das so zu bauen, dass kein Frost an die Leitung rankommt. Also zumindest sind ja einige Leitungen, gerade wo der Duschkopf sitzt und so weiter, immer draußen. Und das kann ich einfach nicht mit Wasser im Anschlag lassen. Aus dem Grund abschalten. Tja, wenn ich den Deckel hier wegmache. Dann muss ich hier runter. So, ich wollte jetzt nicht filmen, wie ich junges Büschel hier in diesen Schacht reinkomme. Also dem mit einer Hand filmen ist auch ein bisschen ungünstig. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier drin. Und hier ist zum Beispiel der Stromkasten. Ich werde hier noch alles säubern. Von diesem Stromkasten wird das ganze Grundstück mit Strom versorgt, mit verschiedenen Leitungen. Auch alles selber gelegt. Und hier ist im Prinzip der Boiler, der ständig mit Wasser gefüllt ist, und die Pumpe, das Herzstück. Ich werde jetzt praktisch die Pumpe ausschalten, den Strom kappen, dann werde ich den Boiler leeren und sauber machen. Und es sind ja nun schon 10 Jahre vergangen, nachdem das ganze System hier aufgebaut worden ist, und es ist nicht zu vermeiden, dass sich hier in der Feuchtigkeit auch Rost bildet. Ich werde hier so den Rost versuchen ein bisschen zu beseitigen, mit Öl einsprühen oder mit Rostbeseitiger. Schauen wir mal, was ich machen kann, damit es auch noch länger hält. Aber wenn ich mir das so anschaue, die Schrauben sehen eigentlich noch ganz gut aus, weil ich die eben auch immer einöle. Auch hier sieht eigentlich noch ganz gut aus. Wichtig ist, dass die Schellen alle ordentlich halten. Und hier geht im Prinzip das runter. Ich habe jetzt den Strom abgeschaltet. Da geht die Pumpe diese 52, 53 Meter in der Tiefe und wird im Prinzip nur durch den Stromkabel gehalten. So. Im Prinzip ist damit die Steuerung der Pumpe abgeschaltet. Und jetzt muss ich den roten Hebel nach unten bringen. Und dann wird das Ganze hier entleert. Ein bisschen eng hier drin. Ich bin jetzt mal mit meinen Füßen auf die erste Stufe gegangen, weil jetzt wird es ein bisschen nass. Und ich mache einfach mit meinem Fuß einen Hebel runter und schon läuft das Wasser. So. Ich kann ruhig ein bisschen langsamer laufen, nicht dass es noch nass werde. Ja, hier unten, das läuft dann später ab. Und wenn es dann leer ist, kann ich dann auf die Leitung entleeren. So. Wie ich rausgekrochen bin, wollte ich auch nicht filmen. Es soll ja kein Lustspielfilm werden. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier alles behandelt, was rostgefährdend ist, mit etwas Öl und so weiter. Und nun muss ich die Leitungen vom Wasser befreien. Und da gehe ich immer an die tiefsten Punkte. Dort habe ich extra solche Entleerungsschalter eingebaut. Erstmal habe ich hier unmittelbar am Brunnen ein Schalter. Uff, da kommt das Wasser eben noch ziemlich sehr raus. Und damit entlüfte ich das ganze System. Natürlich alle Wasserhähne aufdrehen. Na, das ist schon leer alles. In der Dusche drehe ich natürlich auch alles auf. Kommt bloß noch Geräusche. Auch hier unten. So, auch der Hahn muss geöffnet sein, damit auch die Gewinde hier nicht einfrieren. Und das hier ist der tiefste Punkt.
hier habe ich auch noch mal ein Ablassventil. So, und wenn hier das Wasser aufhört zu laufen, dann ist alles leer. Es sind alle Leitungen leer und es kann eigentlich nicht viel einfrieren, weil ist noch nie passiert. Ja, und mehr gibt es eigentlich zu dem Brunnen auch nicht zu erzählen. Ihr habt jetzt gesehen, wie die Idee entstanden ist, wie wir vor 10 Jahren den Brunnen gebaut haben und wie er gepflegt wird und genutzt wird. Tja, ich habe bisher keinen Tag bereut, dass wir uns zu dem Brunnen entschieden haben. Wir brauchen uns keine Gedanken über Wasserkosten zu machen, wenn wir das ganze Grundstück bewässern. Mich würde interessieren, ob ihr auch einen Brunnen habt oder könnt ihr mir auch ein paar Tipps geben, dann das bitte in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Das motiviert mich und natürlich den Kanal abonniert. Ansonsten bis zum nächsten Video, euer Greenhorn.